Moin Moin und Waldmannsheil. Wir müssen das Ganze heute hier ganz kurz und knapp machen. Wir sind nämlich einen Ticken spät. Also es geht hier in 5 Minuten offiziell los. Wir sind auf Drückjagd bei der Wilden Tod. Die letzte große Drückjagd für dieses Jahr für mich. Und verzeiht, dass ich jetzt keinen Blickkontakt zu euch halten kann, aber es knallt schon. Ja, ich sitze hier in einem Hang, Mutterseelen allein. Das ist der Stand. Und wir jagen heute mit 3 Revieren. Eins ist da, eins ist da und eins ist da. Also ich sitze mittendrin, Schützen sind angehalten und da kennt ihr mich, da bin ich auch relativ eisern. Die 3 Stunden des Treibens jetzt Kontenance zu behalten, sprich keine Handys, kein Pausenbrot, Mampfen, nix. Weil hier kann jetzt jederzeit, zu jeder Minute, kann aus jeder Richtung Bild anwechseln. Und da es außenrum schon knallt, packe ich jetzt die Kamera weg, switch auf die GoPro, wenn was passiert, wenn genug Zeit ist und erzähle euch gleich noch ein bisschen mehr. So, Jagd vorbei, Halali, 13 Uhr, 3 Stunden, Trieb sind vorbei. Und ja, ich hatte heute Morgen, wie gesagt, sehr wenig Zeit. Deshalb fangen wir jetzt quasi. Ich gucke immer noch, wenn irgendwas knackt, aber es ist rum, guckt. Helix ist auch schon leer. Jetzt fangen wir nochmal heute Morgen an. Ja, heute Morgen habe ich erstmal den Kampf gegen diese berühmten, ach komm, noch 5 Minuten im Bett, das geht noch, verloren. Ich habe heute erst die Planung, die logistische Planung noch ein bisschen umgeändert. Wer fährt mit wem und Pi und Pa und Po. Dann war das alles geklärt und dann habe ich gedacht, komm, 5 Minuten dösen kannst du noch. Und 20 Minuten später bin ich wach geworden. Dann sind wir losgehetzt. Also ich bin losgehetzt, dann haben wir noch einen Kaffee geholt und noch eine Stulle beim Bäcker. Und dann sind wir zum Sammelplatz gefahren. Und da angekommen, dann das übliche Shake-Hands, guten Morgen, bleibt mal Zeit. Ja, und dann ging es auch schon relativ zügig los. Begleitet von einer Bläserkuppe, die wirklich sehr, sehr gut performt haben. Ging es danach dann auch direkt weiter mit Begrüßung, Ansage und Einweisung durch Chefredakteur Heiko Hornung. Ich begrüße euch also recht herzlich, dass ihr da seid, Zeit gefunden habt, heute euch nochmal mitzumachen. Normalerweise, das sage ich auch vorneweg, Januarjagden ist nicht unbedingt das, was Wild und Hund propagiert und auch, sag ich mal, vertritt, weil das Wild eigentlich im Januar auch mal Ruhe verdient. Nichtsdestotrotz erfordert die Sauensituation derzeit, dass wir das einfach nochmal machen. Und wie gesagt, eben hätten wir heute jetzt einen halben Meter Schnee und Harsch, hätten wir diese Jagd abgesagt. Aber die Bedingungen heute mit 3 Grad und dem System 3 Grad geht ohne Schnee, dass wir das heute durchführen. Also nach dieser, ich glaube es waren bei 10-minütigen Ansprache, gab es keinerlei Möglichkeiten für ein Wenn oder ein Aber. Es ist alles von vornherein ganz klar durchgesprochen gewesen, ganz klar durchstrukturiert gewesen. Ich liebe ja sowas. Ja. Und dann ging es los auf die Stände. Mein Stand habe ich euch ja eben schon gezeigt. Landschaftlich ist das Ganze wunderschön hier. Und man munkelte, man erzählte mir, was in den letzten auf der letzten Jagd hier so alles abging. Ich stand um 5 vor 10, habe euch kurz in die Kamera gesprochen, habe die Kamera weggelegt und dann ging es auch schon direkt los.
vor mir. Muss gucken, ob man das auf der GoPro-Aufnahme sieht. Ich zoome euch mal ein bisschen rein da gerade. Ihr seht dort vorne diesen Windwurf. Und dann seht ihr, wo ist denn jetzt mein Wurstfinger da? Da seht ihr diesen Grat. Hinter diesem Grat geht der Windwurf in so eine Senke. Und dahinter fangen die hohen Stämme wieder an. Ich weiß aber nicht, was da ist. Das ist nur eine kurze Erklärung für die erste Szene, die hier passiert ist. Und zwar, da kommt jetzt tatsächlich noch ein Reh angeflogen. Ich fasse es nicht. Es knackte auf jeden Fall vor mir diesen Windwurf. Und die haben mich fertig gemacht, Kamera angemacht. Und habe geguckt und habe irgendeine Bewegung nach unten wegrufen sehen. Und habe geguckt und geguckt und geguckt. Und auf einmal sehe ich zwei weiße Spiegel von mir wegspringen. Also die erste Bewegung kam so, dann ging es so. Und ich dachte noch, ja okay, Rehwild wurde eh nicht frei. Okay, und dann schon wieder in diesen Normal-Mode gefahren. Und in dem Moment sehe ich rechts zur Bewegung und da kommt eine Sau. Das Rehwild hat anscheinend nur abgedreht, weil es mit der Sau zusammengerasselt ist. Ja, die Sau kam dann auch schön. Verhoffte, kam komplett ohne Druck. Keine Hunde, nichts dahinter. Kam im ganz leichten Troll, verhoffte, genau auf dieser Kuppe, auf diesem Grat, der zum Windwurf zeigt. Verhoffte, holte einmal tief Luft, drehte sich um 180 Grad und war verschwunden. Ja, bei der Beruhigungszigarette danach habe ich dann gemerkt, warum. Der Wind ging komplett in die Richtung. Ja, hat nicht sollen sein. Die Szene dazu seht ihr jetzt. Eine Minute später kam hier steil runter im Gegenhang. Quasi dort auf dieser Schneise. Prasselte es und es zog eine einzelne starke Sau von rechts nach links über diese Schneise. Und fiel ein Schuss, es klagte und eine Minute später kam die Sau bei mir. Auch wieder hier. Absolut unmögliche Situation. Wir schauen jetzt hier diese Schneise lang. Und genau dort unten lief die Sau. Für mich nicht an den Schuss zu denken. Ist erstens sackenweit und zweitens für mich kein ersichtlicher Kugelfang. Ich habe die Kamera nochmal angeworfen, als ich gehört habe, dass es da unten kracht und polterte. Wenn das was geworden ist, sieh dir das jetzt. Ja, danach kam nur noch Rehwild. Sprich, heute konnte ich nichts erlegen. Aber auch das ist Jagd. Und ich habe jetzt gerade ein Grinsen wie ein Honigkuchenpferd. Das hat nämlich jemand heute bei Manzai gehabt. Gestern Abend kam ein Anruf, kannst du nur einen Schützen mitbringen? Ich habe krankheitsbedingte Absagen. Ich habe lang mit mir gehadert, ob ich Kamerakind Marius das zumuten will. Habe ihn dann gefragt, wie es aussieht. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er mitkommt, dass sich die ganze Sache anguckt. Aber er hat direkt gesagt, ich bin ganz frisch, ich habe keine Praxis und nichts und ich weiß nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, ob der Stand jetzt leer ist oder du drauf sitzt, tut keinem weh. Ja, und ich glaube 10.20 Uhr war es, kam eine WhatsApp-Nachricht von Marius. Sau tot. Marius hat heute auf seiner ersten großen Drückjagd als Schütze sein erstes Stück Wild, eine Drückjagdsau mit sauberem Schuss erlegen können. Ich freue mich wie Bolle. Ich freue mich darüber gerade mehr, als wenn ich jetzt hier selbst 1, 2 oder 10 Schweine geschossen hätte. Ja, und ich packe jetzt mein Gerödel zusammen, gehe zum Sammelplatz, warte auf meine Anstellerin und dann gucken wir mal, ob wir Marius irgendwo einfangen können. Hey, es gab keine Erlegungsszene auf der Drückjagd. Und du guckst dir das Video immer noch an. Finde ich gut. Wenn du der ganzen Sahnehaube jetzt noch die Dessertkirsche aufsetzen willst, nimm dir 2 Sekunden, während ich den Hang hier hochstapfe
und drückt dann auf Abonnieren und lass ein Däumchen da. Kostet dich lediglich 2 Sekunden deiner Zeit und macht mir eine Riesenfreude. Danke. Weidmannsheil. Weidmannsdank. Und, erzählen Sie? Ja, kam kurz nach 10, kam das Stück, angewechselt von rechts den Berg runter. Und ich hatte es dann drin, kam ein Baum. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie nach dem Baum, hat Quatsch gemacht, im Knall gelegen. Sauber! Oh. Guck mal, wie er grinst. Ja. Ich habe erst mal gar nicht gegrinst, glaubt, dass ich auf der ersten Mal gestanden. Luft. Ich kann das bestätigen. Wir haben kurz danach telefoniert. Ich brauche mal eine Zigarette, das wäre jetzt mal gut, weil das nein, war auch ich kann deinen gesundheitsschädlichen Lifestyle nicht unterstützen. Wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen sporen, ihn zur Strecke legen. Alter, hör mir plus. Und dann auf nach Hause. Gestern. Und ich dann gucken wir mal, was der Abend so bringt. Ein paar werden jetzt vielleicht gedacht haben, es geht jetzt weiter mit Strecke legen und danach Schlüssel treiben. Ich hatte aber noch einen Schützen mitgebracht heute, eine Schützin, um genau zu sein. Guck mal da. Was fotografiert sie denn da gerade wohl? Und warum hat er orange Klamotten an? Wir hatten noch eine Kontrollsuche. Wie viele Meter hatten wir keinen Schweiß? 150? 150, eher 200 Meter, keinen Tropfen Schweiß. Mal nehmen, oder? Machen wir da an den Schaumbereichen. Zu weit. Aber jetzt guck mal, von nichts auf so viel Schweiß, ne? Das ist wie immer Wahnsinn. Hier hat sie sich gekühlt. Hier riecht's nach Maggi, Leute. Hier riecht's nach Maggi. Warte mal, wenn es noch tiefer geht, kommen wir am besten mit runter, oder? Hier oben bringen wir nichts. Eine kleine. Weidmannsheil. Auf gehen. Ohne Hund fall ich aus, ne? Weidmannsheil. Das ist doch sauber, ja? Sauber. So, ab hier ist eure Sau. Noch lacht ihr. Legst du dich bitte nicht mit unseren Kanonen auf den Buckel auf die Nase? Ich versuch's. Kann ich hier auf Stopp? Die hat wehgetan. Geht's? Ich glaube, er ist tot. Ah. Nachsuche erfolgreich beendet. Hey. Tja, so. Kurz nach 16 Uhr, so war es eigentlich geplant. Strecke legen bei der Jagd in Obertiefenbach. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Strecke. Also Januarjachten haben bei uns immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir nie so richtig wissen, was dabei rauskommt. Gell? Und da haben wir da auch schon Leerfänge gehabt. Aber das hat sich heute wirklich rentiert. Am Anfang war ich skeptisch, als wir unten reingegangen sind. Wir haben nichts so Richtiges gefunden, aber Heide war uns schon weit voraus. Und dann läpperte sich das so langsam zusammen und dann hat man gemerkt, also mehr als 5 wären es auf jeden Fall. Da war ich schon zufrieden. Jetzt sind es geworden 16 Sauen und 2 Dammkälber. Das ist ein großartiges Ergebnis für eine Januarjacht. Und an der Stelle meinen herzlichen Dank also an die Schützen,
vor allen Dingen aber auch an die Treiber und die Hundeführer,